Eigentlich will er den Mädchen ja gar nicht wehtun oder gar sie ermorden. Aber dass er damit aufhört, ist schließlich der Job der Polizei und nicht seiner, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen True Crime Video. Auch diesmal landen wir wieder in den USA. Es ist das Jahr 1980, aber nicht mehr lange, denn es ist Silvester. Wir sind in Minnesota und zwar genauer gesagt in einer Stadt, die St. Paul heißt. St. Paul ist in der Nähe von Minneapolis. Das wird auch die Zwillingsstädte oder die Twin Towns genannt. Und diese Nähe wird noch ein bisschen eine Rolle spielen. Deswegen erwähne ich das jetzt erstmal gleich vorne vor. Es ist also, wie gesagt, Silvester 1990. Die 20-jährige Studentin Karen Patok ist mit ihrer Schwester und Freunden unterwegs, um ins neue Jahr hineinzufeiern. Sie besuchen einen Club, sie stoßen um Mitternacht zusammen an. Karen ist schon ziemlich betrunken und als der Club um 1 Uhr schließt, fehlt von Karen jede Spur. Jemand hat sie gesehen, wie sie den Club verlassen hat, allerdings hatte sie einen Drink in der Hand, sie hatte keine Jacke an, also es sah so aus, als würde sie nur kurz hinausgehen und man hat gesehen, wie sie die Straße entlang gegangen ist, doch dann fehlt jede Spur. Eigentlich ist die Stadt ziemlich voll an diesem Abend. Natürlich, es ist Silvester, alle Leute sind draußen, alle feiern, es ist viel los, aber irgendwie landet Karen in einer dunklen Gasse, in der wohl keine Leute rumlaufen. Sie ist allein, ihr ist kalt, sie hat ja auch keine Jacke an. Vielleicht hat sie sich auch verlaufen und als neben ihr ein Auto hält und ein Mann ihr anbietet, sie nach Hause zu fahren in seinem schönen warmen Auto, da sagt sie nicht nein. 3 Stunden später geht bei der Polizei folgender Anruf Yes, ein. please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Muhlenberg Manufacturing Company, Machine Shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Ganz schön jämmerlich, ne? Nun, die Polizei und Krankenwagen fahren zu der Firma. Sie finden dort die schwerverletzte Karen. Sie liegt nackt an einem Bahngleis. Sie friert natürlich und ihr Schädel ist eingeschlagen. Sie ist nicht ansprechbar, aber sie lebt. Sie wird also so schnell wie möglich ins nächste Krankenhaus gebracht. Sie überlebt den Anschlag. Allerdings kann sie sich nicht mehr erinnern, was passiert ist und sie kann also auch keine Beschreibung abgeben, wer ihr das angetan hat. Es gibt keine Zeugen, DNA-Spuren 1980 sowieso noch kein Thema und so hat die Polizei einfach keinerlei Hinweise, denen sie nachgehen kann. Es vergehen 5 Monate, der Fall liegt quasi bei den Akten, aber es gibt nichts zu tun, es gibt keine Spur, bis wieder ein Anruf in der Polizeinotrufzentrale eingeht. You find me, I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody Dieser with an Anruf war vom 3. Juni 1981. Da der Anrufer aber keinerlei Angaben macht, kann die Polizei mit dem Anruf jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen. Erst als wenige Stunden später eine Leiche gefunden wird, wird eine Verbindung hergestellt. Also eine Verbindung zum einen zu diesem Anruf, zu diesem seltsamen, und zum anderen aber auch eine Verbindung zwischen diesem Anruf und dem Anruf von vor 5 Monaten, als Karen überfallen worden war. Was war also passiert? Jugendliche haben in einem abgelegenen Waldstück, in dem sie unterwegs waren, eine Leiche gefunden. Das ist die Leiche von Kimberly Compton. Sie wurde mit einem Eispickel erstochen und zwar weist die Leiche mehr als 60 Stichwunden auf. Kimberly kam aus einer kleinen Stadt in Wisconsin. Sie war 18 Jahre alt und war gerade mit der Schule fertig und sie war bereit für ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer und ihr neues Leben sollte in St. Paul stattfinden. Und
Das Tragische ist, sie ist gerade erst in dieser Stadt angekommen. Die kam mit dem Greyhound-Bus von Wisconsin nach St. Paul, ist dort ausgestiegen, hat ihre Sachen in ein Schließfach getan und sich mal umgesehen. Sie hatte Hunger und ist einfach gegenüber vom Bahnhof in so ein kleines Lokal reingegangen, hat sich dort was zu essen bestellt. Und in diesem Lokal traf sie ihren Mörder. Denn zufällig saß dieser auch gerade dort und hatte sich was zu trinken bestellt. Er sah die junge Frau alleine am Tisch sitzen, er witterte seine Chance und er sprach sie an, ob er sich zu ihr setzen dürfe. Sie bejaht das. Die beiden kommen ins Gespräch und letztendlich erzählt sie ihm, dass sie eben ganz neu in der Stadt ist und sich noch gar nicht auskennt. Und er bietet ihr an, ihr ein bisschen was zu zeigen, sie mit dem Auto ein bisschen rumzufahren und ihr die wichtigsten Sachen einfach zu zeigen. Und Kimberly willigt ein. Die beiden verlassen das Lokal also gemeinsam und wenige Stunden später geht der Anruf bei der Polizei ein. Diese kann den Anruf auch zurückverfolgen und zwar zu einer Telefonzelle in der Nähe vom Busbahnhof, aber als sie dort eintrifft, ist der Täter natürlich schon nicht mehr da. Auch die Leiche kann nicht sofort identifiziert werden, denn Kimberly hat ihre Sachen ja in ein Schließfach eingesperrt. Sie hat auch ihren Ausweis da drinnen gelassen. Die Beamten finden nur einen Schlüssel für ein Schließfach. Sie können dieses dann aber zuordnen und finden eben in diesem Schließfach auch den Ausweis. Die Analyse des Mageninhaltes nun führt die Polizei zu dem Lokal, in dem Kimberly gegessen hat. Zur Speisekarte des Lokals, mehr noch, es war das Angebot des Tages und sie haben ja jetzt den Busbahnhof, weil das Schließfach dort ist und das Lokal ist einfach gegenüber. Also versuchen Sie dort Ihr Glück und tatsächlich, die Kellnerin in diesem Lokal kann sich erinnern an die beiden. Sie kann aber jetzt nicht viel dazu sagen, sie hat nicht so drauf geachtet, sie weiß, dass die beiden zusammengegangen sind, mehr aber auch nicht. Also die Kellnerin gibt zwar eine Beschreibung des Mannes ab, die ist aber sehr oberflächlich und nicht sehr aussagekräftig. Und so gehen der Polizei wieder schnell die Anhaltspunkte aus. 2 Tage später allerdings geht erneut ein Anruf ein. Upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Wie ihr hört, es ist wieder ein sehr jämmerlicher Anruf und es ist wieder ein Anruf, der keinerlei Ansatz bietet. Allerdings ist er aufgezeichnet worden. Und die Polizei veröffentlicht jetzt eine Aufnahme des Anrufes und fordert alle Menschen auf, sich zu melden, falls sie die Stimme erkennen. Und die Stimme wird erkannt. Leider von mehreren hundert Menschen, die fest davon überzeugt sind, zu wissen, wem die Stimme gehört. Und es werden auch all diese Tipps überprüft, aber es ergibt sich daraus keine weitere Spur. 2 Monate später, gerade als die Polizei den Fall erneut zu den Akten legen will, gesteht ein Mann die Tat. Er hat gerade seine gesamte Familie ausgelöscht und sich im Haus verschanzt. Die Polizei ist vor der Tür, sie ist kurz davor, das Haus zu stürmen. Und da ruft er aus dem Fenster heraus, dass er verantwortlich ist für den Tod an Kimberly Compton. Er wird verhaftet, er gesteht die Morde an seiner Familie. Aber bevor die Polizei ihn zum Fall Compton befragen kann, begeht er in seiner Zelle Selbstmord. Letztendlich stellt sich aber ohnehin heraus, dass der Verdächtige in der Nacht der Ermordung ein Alibi hatte, denn er saß im Gefängnis. Es ist also ein ziemlich wasserdichtes Alibi. Er kommt somit für die Tat nicht in Frage. Nun, bis zum 6. August 1982 passiert nicht viel. Aber an diesem 6. August geht erneut ein Fire Anruf emergency. ein. Please don't talk, just listen. I'm sorry, I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was
the first one. Oh, my God. Oh, I don't know what you're mad at me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of them. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Diese Stimme, nervt ihr euch auch so? Das ist fürchterlich. Jedenfalls, am nächsten Tag wird wieder eine Leiche gefunden. Es ist eine 40-jährige Krankenschwester, ihr Name ist Barbara Simmons. Die Leiche weist über 100 Messerstiche auf und offensichtlich wurde sie versucht, im Mississippi zu versenken, aber sie ist irgendwie im Ufer am Gestrüpp hängen geblieben und deshalb findet sie, glaube ich, ein Zeitungsjunge dann am nächsten Tag. Die Polizei kann die Aktivitäten von Barbara bis zu einer Bar zurückverfolgen und tatsächlich erinnert sich auch hier die Kellnerin an die Frau. Und zwar vor allem deshalb, weil sie, als sie sich einen letzten Drink bei ihr an der Bar geholt hat, zu ihr sagte, hui, hoffentlich ist der Typ nett, denn er bringt mich jetzt nach Hause. Und das hat die Kellnerin veranlasst, sich diesen Typen genauer anzusehen. Und ja, vermutlich hatte Barbara schon ein schlechtes Gefühl, denn warum sagt man sowas zu einer Kellnerin, die man nicht kennt, wenn man, also ich könnte mir vorstellen, dass der Gedanke dahinter eher der ist, dass man sagt, okay, falls mir was passiert, falls der mich jetzt umbringt, dann kann ihn die Kellnerin wenigstens identifizieren. Das ist zwar einerseits ganz gut, denn das ist genau das, was passiert. Aber helfen tut das Barbara halt auch nicht mehr wirklich. Die Kellnerin jedoch kann tatsächlich eine gute Beschreibung von diesem Mann abgeben. Die Polizei zeigt ihr die gesamte Sammlung von Polizeifotos. Und tatsächlich eines der letzten Bilder zeigt den Mann, mit dem Barbara die Bar verlassen hat. Es handelt sich ganz genau gesagt um einen Mann namens Paul Michael Stefani und er ist vorbestraft wegen schweren Angriffs. Außerdem war er schon mehrfach wegen psychischen Problemen in Behandlung, die generell in seiner Familie auch vertreten zu sein scheinen. Stefani wurde am 8. September 1944 in Minnesota geboren. Er war also zum Zeitpunkt des ersten Angriffs 36 Jahre alt. Er kommt aus einer großen Familie, hat noch 9 weitere Geschwister und er ist sehr religiös erzogen worden. Sein Stiefvater arbeitete als Fleischer, verlor jedoch einen Job nach dem anderen. Dafür hat er übrigens seine Epilepsieerkrankung verantwortlich gemacht. In den 60er Jahren zog diese Familie dann nach St. Paul. Kurz darauf lassen sich die Eltern scheiden. Und viel mehr ist über die Vergangenheit des Mörders auch gar nicht bekannt. Außer eines, nämlich dass er genau in dieser Maschinenproduktionsfirma, vor der Karen gefunden wurde, vor Jahren einmal gearbeitet hat. Zufall? 21. August 1982. Nachdem die Kellnerin Paul Stefani identifiziert hat und er nach einer Überprüfung halt auch sehr verdächtig erscheint, beschließt die Polizei, ihn zu beschatten. Sie warten also vor seiner Wohnung und als er in sein Auto steigt, folgen sie ihm. Doch irgendwas geht schief und die Beamten verlieren ihn und sein Auto aus den Augen. Und während die Polizei nun im Dunkeln tappt und ihn nicht wiederfinden kann, fährt Stefani nach Minneapolis und begibt sich dort ins Rotlichtviertel. Er spricht eine Prostituierte an, die 20-jährige Denise Williams, und er nimmt sie mit zu sich nach Hause. Später bietet er ihr an, sie zurückzufahren, doch als sie im Auto sitzen, wird Denise schnell misstrauisch, denn sie kennt den Weg ziemlich gut, sie kennt sich in Minneapolis ziemlich gut aus, sie arbeitet dort als Prostituierte, seit sie 13 ist. Und eines ist sicher, das ist nicht der Weg zurück. Sie fragt ihn danach natürlich, er sagt, ja, das ist eine Abkürzung und sie weiß genau, nee, das ist keine Abkürzung. Sie kriegt natürlich Angst und sieht sich um, ob sie irgendwas findet, was sie als Waffe verwenden kann. Und tatsächlich auf dem Fußboden liegt eine Glasflasche. Und sie behält die schon mal im Auge und fasst den Plan, sollte er sie irgendwie angreifen oder sollte irgendwas sein, sich mit dieser Glasflasche zu verteidigen. Und es ist natürlich nicht umsonst, denn er fährt in eine dunkle Gasse, er macht den Motor aus und er wendet sich Denise zu. Und zwar genauer gesagt mit einem Schraubenzieher, den er ihr massivst in den Bauch rammt.
Denise hält aber an ihrem Plan fest. Sie greift nach der Glasflasche und zieht sie ihm voll über den Kopf. Sie zerschneidet ihm die Wange damit und schlägt mehrmals zu, aber das hält ihn nicht ab und auch er sticht immer wieder auf sie ein und sticht immer wieder zu. Denise versucht aus dem Auto zu kommen. Sie schafft es tatsächlich, die Tür aufzumachen und lässt sich hinausfallen. Doch er ist über ihr und er hält keine Sekunde lang inne, sondern er sticht immer weiter auf sie ein. Denise schreit und zu ihrem Glück ist diese Gasse nicht total verlassen, sondern da gibt es Wohnhäuser und in einem dieser Wohnhäuser hört tatsächlich jemand ihre Schreie. Dieser junge Mann stürzt auf die Straße und läuft auf die beiden zu. Er versucht, Stefanie von ihr wegzuziehen, doch daraufhin wendet der sich dem Angreifer zu und versucht, auf ihn einzustechen. Also lässt er von ihm ab und rennt zurück in seine Wohnung und ruft die Polizei. Stefanie wendet sich nun nicht nochmal Denise zu, sie hat wirklich Glück, sondern er macht sich auf und davon, setzt sich in sein Auto und fährt weg. Die junge Frau wird also ins Krankenhaus eingeliefert, ihre Lunge und ihre Leber sind durchstochen, aber sie überlebt die Attacke. Währenddessen geht ein weiterer Anruf in der Notrufzentrale ein. Es ist ein Mann, der selbst einen Rettungswagen ruft. 1505 Westminster. 1505? Yes. Westminster, what's the problem? I'm all cut up, I got beat up. What's your apartment number? 208, I'm bleeding. 208, where are you bleeding from? From my arm, my face, my head. Das ist die Adresse von Stefanie. Die Polizei zählt 2 und 2 zusammen. Der Überfall auf Denise, der verlorene Tatverdächtige und der Rettungswagen zu Stefanie. Seine Verletzungen passen genau zu der Beschreibung, die Denise gegeben hat. Und auf einem Polizeifoto identifiziert sie ihn danach auch noch einwandfrei. Stefanie wird also verhaftet und wegen versuchten Mordes angeklagt. Doch die Polizei will ihm natürlich auch die anderen Morde beweisen, beziehungsweise den anderen Mord und die anderen beiden Überfälle. Aber dieser ist weit davon entfernt, irgendwas zu gestehen. Sobald er merkt, dass die Polizisten hier gegen ihn ermitteln, macht er völlig dicht. Wir haben jetzt also einen Mord, Barbara, und einen versuchten Mord, Denise, in Minneapolis. Einen Mord und einen versuchten Mord in St. Paul. Wie gesagt, das sind 2 Städte, die nicht weit auseinander liegen. Paul Michael Stefani wird angeklagt und zwar für die beiden Vorfälle in Minneapolis. Er plädiert auf nicht schuldig, wird aber trotzdem zu einer Freiheitsstrafe von 58 Jahren ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Für die anderen Verbrechen in St. Paul zuständig ist die Polizei von St. Paul. Es gibt also 2 verschiedene Zuständigkeitsbereiche und da der Täter mit einem Urteil von 58 Jahren ohne Bewährung sowieso kaum Chancen hat, aus dem Gefängnis rauszukommen, bemühen die sich jetzt gar nicht mehr, das vor Gericht zu bringen. Sie möchten die Ressourcen dafür nicht ausgeben, also zum einen würde das ja viel Geld kosten. Es würde aber auch auf dem Gericht Ressourcen kosten und auch Ermittlungsarbeit würde weiter geleistet werden müssen. All das für einen Mann, der ohnehin schon zum Tode verurteilt wird oder ist, das findet sie einfach nicht lohnenswert. Man kann es auch verstehen, wäre ja auch eine Verschwendung von Ressourcen, weil mehr als lebenslänglich kann er eh nicht kriegen. Es ist halt einigermaßen schade, finde ich, für die anderen beiden Opfer, denn die erfahren nun keine Gerechtigkeit. Wobei eine davon ist tot, die hat da sowieso nichts mehr davon. Und die andere, ja, ich habe keine Ahnung, man weiß nicht, wie sie dazu steht. Ganz zu Ende ist die Geschichte hier aber noch nicht. Im Jahr 1997 bekommt Stefanie eine Diagnose und zwar eine vernichtende. Er hat Hautkrebs und seine Chancen stehen nicht gut. Genau genommen geben ihm die Ärzte maximal noch 2 Jahre zu leben. Daraufhin setzt Stefanie sich mit der Polizei von St. Paul in Verbindung. Er möchte mit den zuständigen Beamten für seinen Fall damals sprechen und er gesteht überraschenderweise alles.
Er gesteht sowohl den Mord an Kimberly als auch den Überfall auf Karen. Er erzählt und erklärt noch ein paar Details, die noch gar nicht klar waren. Er sagt, dass er niemandem wehtun wollte, dass es aber immer so über ihn gekommen war. Also er hätte auch, als er Kimberly eingeladen hatte, zu ihm ins Auto zu steigen, auch da hätte er keinerlei böse Absichten gehabt, doch dann plötzlich legt sich bei ihm irgendwie ein Schalter um und dann hat er eben diese Frauen alle angegriffen, also es war immer so. Und deshalb hat er ja dann auch die Anrufe getätigt, als er danach wieder zu sich gekommen war, tat ihm das ja total leid und er wollte noch Hilfe holen für die Mädchen bzw. Frauen. Und wie er da schon dabei ist, das alles zu gestehen und sozusagen im Flow ist, gesteht er völlig unerwarteterweise einen weiteren Mord. Und zwar einen Mord, den die Polizei gar nicht auf dem Schirm hatte. Also zum einen nicht in Zusammenhang mit ihm, aber eigentlich auch gar nicht als Mordfall. Es geht um den Tod von Kathleen Greening. Sie war 33 oder 34 zum Zeitpunkt ihres Todes und sie wurde tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Also sie hatte eigentlich eine Verabredung mit einer Freundin, die wollten irgendwie einen Ausflug machen und diese Freundin holt sie ab, klingelt an der Haustür, es rührt sich nichts, sie geht ins Haus hinein, denn die Tür steht offen und findet dann ihre Freundin tot in der vollen Badewanne. Und sie ruft natürlich die Polizei. Diese kommt auch und kann aber nichts feststellen. Es gibt keine Spuren und letztendlich wird der Tod als Unfalltod eingestuft. Ich habe dann irgendwo gelesen, dass alle Leute, die Kathleen kannten, sich sicher waren, dass es kein Unfall war, aber es gab eben kaum Beweise. Die Polizei hat natürlich alles gesichert und aufgehoben, was irgendwo rumlag oder was sie irgendwie finden konnte, aber das führte zu dem Zeitpunkt eben zu nichts. Es gab natürlich auch keinen Anruf und deshalb wurde dieser Fall auch kein bisschen mit Stefanie in Verbindung gebracht. Als man nun im Nachhinein dann nochmal hineinsieht, findet man bei den Sachen, die sichergestellt wurden, ein Adressbuch von Kathleen und in diesem ist eine Telefonnummer vermerkt von Paul S. Und als diese überprüft wird, stellt sich heraus, dass es tatsächlich die Telefonnummer war, die damals Stefanie eben benutzt hatte. Und somit ist auch dieser Fall nach langer Zeit gelöst. Für Stefanie ändert das jetzt wahrscheinlich nichts. Vielleicht erleichtert das sein Gewissen, aber es erhöht seine Strafe natürlich nicht. Das wäre auch sinnfrei, denn am 12. Juni 1998 stirbt Paul Michael Stefanie an den Folgen seiner Krebserkrankung im Alter von 53 Jahren. Nun, das war der Fall vom weinerlichen Mörder. Im Englischen wird er The VB Voice Killer genannt oder auch der VB Voiced Killer. Wir wissen warum, wir haben es gehört. Es war ziemlich nervig, ich habe es immer noch im Ohr, ich kriege es jetzt nicht so schnell aus dem Ohr. Ich habe es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal öfter gehört als ihr, als ich dieses Video gemacht habe. Was sagt ihr dazu? Muss man Mitleid mit ihm haben? Wollte er das tatsächlich nicht oder war das eine Ausrede von ihm, falls man ihn erwischt? Oder denkt ihr, dass er einfach wirklich zutiefst gestört war und danach auch tatsächlich bestürzt war über das, was er angerichtet hat? Nun, so oder so, er ist schon lange tot. Das war die heutige Geschichte. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal, wenn du weitere Videos sehen möchtest. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt True Crime Time. Bis dann. Ciao.